Ja, herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Convenience Store. Okay. Warum ist meine Tür? Soll ich hier nicht drin sein? Okay, wir schauen uns mal das Video an, was wir in der letzten Folge erhalten haben. Ich musste bis hierhin wieder zu hinspielen. Es tut mir leid. Okay. Wow, mein Kühlschrank ist leer. Meine Mikrowelle macht eigenständige Sachen. Gucken wir uns mal das Video mal an. Okay. Das hat etwas mit dem Haus an der Ecke zu tun, dass da irgendwas passiert ist. Okay. Uniform brauchen wir heute nicht anzuziehen. Scheint, als hätten wir es schon an. Aber wir müssen mal wieder die Taschenlampe aufnehmen. Erste Nacht. Auf zur zweiten Nacht. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viele Parts es werden, aber ich habe bei der ersten Folge schon mal 1 von 4 hingeschrieben. Kann sein, dass es wirklich nur 4 Folgen werden. Und wie gesagt, mein Englisch ist nicht sehr gut. My English is not very good. Wow. Nicht schlecht. Zweite Nacht. Zweite Schicht und schon leuchten die Lampen nicht mehr so stark. Geil! Da wir ja den einen Typen was zu essen gegeben haben in der letzten Folge, sitzt er hier auch nicht mehr. Und da ist unser lieber Kollege. Ah, wir müssen wieder was auffüllen. In der ersten Folge mussten wir ja schlechtes Essen entfernen. Kennt ihr schon kennt unser Laden das Wort Tafel? Guck nicht so dumm. Da wird Essen, was vielleicht noch genießbar ist, auch wenn es fast abgelaufen ist, aufgenommen und hilfsbedürftigen Menschen weitergegeben. Aber nö, unser Chef sagt, wir müssen das Zeug leider wegwerfen. Wir dürfen es nicht weitergeben. Und deshalb hungern die meisten Menschen. Hey, hey. So, I heard you reported the doors. Also, ich habe gehört, du hast Bericht erstattet, dass die Türen ständig irgendwas mit ihren eigenen Willen haben und auf und zu gehen. Well, we got a guy to check the sensor and it seems to wear laws. Also wir haben jemanden dafür. Also wir haben da ja einen Typen geordert, der die Sensoren überprüft, ob die Kabel lose sind. Oh,
Du denkst, es ist irgendwas mit dem Poltergeist? Ich sehe da jetzt ein TV und das ist alles nur gescriptet. Geister sind nicht real. Das sagst du. Wer weiß, vielleicht existieren Geister. Vielleicht bin ich ein Geist. Und du weißt es noch nicht. So, ich sehe Ratten, irgendwas mit gestern Laden. Bitte entferne die. Die erste Person, die das sieht, notiert sich das und benutzt Rattengift. Dein Manager. Ach, und jetzt darf ich deine Arbeit machen, du Rotzbengel. Nachfüllen. Und da blickt uns die erste Ratte an. Ich gucke kurz von der zweiten. Dritten. Okay. Okay, bei der sechsten habe ich irgendwie Probleme, die immer zu finden. Warte mal, ich muss mal kurz die Helligkeit ein bisschen einstellen. Okay, wo ist sie? Ja, ich komme gleich. Die Ratte haben wir. Die haben wir. Jetzt fehlt noch eine Ratte. Wo ist sie? Mann. Bitte jetzt nicht. Ich mach mal kurz Pause. Also ich werde jetzt mal nur so machen. Es tut mir leid, aber der dringende Bedarf ist gerade da. So, da bin ich wieder. Wie ihr seht, irgendwas stimmt hier nicht.
Hier in der Ecke war die. Da ist man gerade mal im Laden und schon gibt's die ersten Ladendiebe. Hey, ich hab's eilig. Kannst du mir ein paar Sachen geben, bitte? 5 Dosen Bier und eine Packung Zigaretten. Aber bitte echt flott. Irgendwann. Warum muss ich das machen, ey? Muss ich auch noch jede einzelne Dose zu dir bringen. Da. Wenn du es eilig hast, mein lieber Freund. Okay, du bist nicht mein Freund. Hättest du die Sachen selbst geholt. Weil dadurch verzögert sich das alles. Dass ich wegen jeder einzelnen Dose da hinrennen und herrennen muss. Ich musste Ratten vergiften. Und es gibt nur eine Marke. So. Danke Ihnen. Und kommen Sie ja nicht wieder. So, jetzt kann ich wenigstens ein paar Sachen auffüllen. Und wer sind Sie? Wo ist Cancun? Du weißt nicht, wer Cancun ist? Ich dachte, ich habe seine Stimme gehört. Dies war das Haus meiner Tochter. What? Did you do? Was machst du hier? Was machst du hier? Chill mal, Lady. Ich komme hier in den Laden rein, ohne dass ich da von Kenntnis genommen habe, während ich da hinten im Hof ein paar Ratten dezimiert habe. Oh Mann. Folge 3 muss ich gleich, 3 und 4 muss ich im Hintergrund noch machen. Okay, aufhören kann ich noch nichts. Ich mache hier mal wieder dicht. So. Okay. Das ist aber nicht mehr gut. So, wer ist dafür verantwortlich? Ha, Ende. Kleine Bengel.
Egal. Oh. Paketdienst. Was nehmen? Warte. Seht jetzt, dass hier nichts ist. Es ist immer noch nichts da. Nein, es ist nichts da. Sorry, Sie müssen sich vertan haben. Mal gucken. Nein, es ist nichts da. Es ist schön, dich wiederzusehen. Oh, du denkst, die unsere Trend on Auto in every summer? Anyway, there seems to be a package that needs to be picked up here. Ihr habt gesehen, eben, bevor ich das Gespräch angefangen habe, war hier nichts. Ich stand hier. Wie kann das passieren? Schreibt das in den Kommentaren. Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir ihm das Paket geben. Er haut damit ab und damit ist unsere Schicht schon wieder vorbei. Oder? Yesterday, someone was open the first one. Okay. Okay. Yes. Ey, noch nicht mal abschließen. Die Tür wieder zumachen kann die alte. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ich hab's vergessen. Ach, das war's. Ja, aber wie ist bei... Nee, warte mal. Wir müssen uns das zweite Video anschauen. Okay. So. Pick up flashlight. Okay. Kassette, nicht hier. Die müssen wir uns jetzt auch noch mal anschauen. Wo wäre das? Das kann ich jetzt nicht einordnen, leider. Das wäre Folge 2 gewesen, wie es in Folge 3 weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal, euer Corbanto, bye. Willkommen, wenn Jens Store.